Das Programm zu bieten, das heute um 18 Uhr beginnt. Die Vorstellungen werden wiederholt. Es gibt auch Vormittagsvorstellungen und es gibt auch Vorstellungen morgen ab 18 Uhr und übermorgen ab 18 Uhr. Ich wünsche Ihnen allen viel Vergnügen. Also wir sind die Vertreter der 6a und in dem Fach Naturwissenschaften hat jeder Schüler und jede Schülerin zum Thema Klima, Umwelt und Verkehr ein Projekt bearbeitet und diese naturwissenschaftlichen Fragen wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Ja. Wir haben uns auch gedacht, dass wir einiges in Büchern finden. Da haben wir aber nur spärliche Infos gefunden. Ja, ungefähr 60 Sekunden wissen wir, wie Tiere den Verkehr. Ja, also wie nutzen Tiere und Pflanzen den Verkehr? Das mag jetzt blöd klingen, aber sie nützen ihn wirklich, zum Beispiel aktiv die Nebelkrähe. Das ist ein ganz netter Vogel, der hier ziemlich weit verbreitet ist, Sie kennen ihn vielleicht. Und zwar platzieren diese Tierchen Nüsse auf der Straße und warten, bis diese Nuss überfahren wird. Und dann können sie sich an das Innere machen. Das ist gut. Sie fahren jetzt nicht mit dem Auto mit, aber sie nützen 100 Kilogramm pro Jahr Kohlendioxid und erzeugt durch die Photosynthese eben 15.000 Kilogramm Sauerstoff. Und nebenbei erzeugt sie aber, also filtert sie auch gleichzeitig noch eine Tonne andere Abgase und Staub. Wochen geteilt. Zwei Gruppen haben an zwei unterschiedlichen Stücken gearbeitet. Märchen, es war aber nur Märchen vorgegeben von mir. Die Gruppe hat das Stück, die Idee, völlig selbstständig entwickelt. Wir haben eine Maskenperformance gemacht, also da werden Sie weniger Worte hören, aber dafür werden die Masken lebendig werden. Total besoffen. Was macht das jetzt? Ich vermisse meinen alten Namen. Wie heißen Sie denn? Das soll denn niemand wissen. Aber wir können Sie doch vertrauen. Warum? Heute back ich, morgen kaufe ich, übermorgen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Ha, jetzt weißt du, dass du Rumpelstilzchen heißt. Mist, jetzt weiß jeder meinen Namen. Ich muss mir einen neuen ausdenken. Ha, ich habe einen. Na, wie heißt du denn? Heißt du Robert? Oder gar Edwin? Nein, nein, den wirst du nie erfahren. Und wie heißt das wieder nun? Das soll denn niemand jemals erfahren. Thank you.
und Chor wird es auch geben. Ich wünsche Ihnen dazu viel Vergnügen. Ja, guten Abend alle. Jahrelang warst du nur Ahnung in mir. Jetzt suchst du mich und das Sehnsucht nach mir und freu dich. Uns beiden trennt nur noch ein winziger Stück. Look at me, you may think you see who I really am, but you'll never know me. Every day it's as if I play a part. Now I see if I wear a mask I can fool the world. Wir haben ein kleines Video von unserer Schule mitgebracht und ich möchte viel Spaß dazu wünschen.